Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt hier beim JFD Devisenradar am 9. März. Es grüßt wieder Christian Kammerer und wir wollen uns dem Währungspaar zuwidmen, welches hier auch am Freitag einen exorbitanten Sprung vollzog. Wir wissen alle, der Euro-US-Dollar rutschte förmlich in die Tiefe mit fast 2% Abschlag. Das ist schon einzigartig, aber diesem Paar wollen wir uns heute gar nicht zuwenden. Wir hatten dieses nämlich auch direkt im JFD Live Trading TV am Freitag. Heute vielmehr jetzt interessant der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der sich hier, das sehen wir hier im Stundenchart im linken Bild, sehr schön hier am Freitagnachmittag zu den Non-Farm Payrolls, also hier zum US-Arbeitsmarktbericht, nach oben schoss. Warum? Weil die Daten wesentlich besser als erwartet ausgefallen sind und wer weiß, wie die Fed hier agiert bzw. wo sie ihren Fokus legt. Der weiß auch, dass eben hier gerade der US-Arbeitsmarkt eine starke Indikation für die amerikanische Notenbank ist, um eben hier mögliche Zinsschritte einzuleiten. Und wenn man sich die Tendenz der Bewegungen der Vergangenheit anschaut, da will ich dann einfach mal auf den Artikel vom Freitag hinweisen, den wir hier unter die Lupe genommen hatten. Und da möchte ich Ihnen ganz gern hier die generelle Tendenz vorab mal zeigen, beziehungsweise hier mal aufzeigen, was hier eben seit der Finanzmarktkrise eigentlich abläuft. Und zwar sehen wir hier eine kontinuierliche fallende Arbeitslosenquote am US-amerikanischen Markt. Und ja, Sie sehen es hier auch mit einem neuen Rekordtief am Freitag. 5,5% sind wir jetzt. Erwartet wurde 5,6, schon ein Rückgang, aber der fiel eben sogar noch deutlicher aus. Und auch die neu geschaffenen Stellen wuchsen stärker als erwartet an. Also hier ist das alles ein Bild, das hier einen sehr, sehr robusten US-amerikanischen Arbeitsmarkt zeigt und eben hier die Zinsanhebungsfantasie deutlich nach oben hebt. Ja, vor dem Hintergrund, dass die US-amerikanische Notenbank nun hier kaum mehr davon abweichen kann. Es geht eigentlich nur noch darum, wann und je früher wahrscheinlich, desto besser für den US-Dollar dahingehend, dass eben hier natürlich dann auch eine gewisse Kapitalflucht in Anführungszeichen stattfindet, die wir ja ohnehin schon sehen, nämlich raus aus den ganzen japanischen, europäischen und anderen Subwährungen hinein zum US-Dollar. Er fährt ja schon seit Sommer letzten Jahres eine starke, einen starken Zulauf. Und das sehen wir auch hier im Wochenchartintervall ganz rechts unten. Hier im Sommer 2014 ist Währungspaar US-Dollar konsolidierte über Monate hinweg sehr, sehr seitwärts, sehr, sehr zäh, um dann hier im Sommer auszubrechen, eben dann vor dem Hintergrund, dass zum einen die Zinsanhebungen in den USA manifestiert wurden und dann auch natürlich hier im Herbst das Quantitative Easing Programm 3 eingestellt worden ist. Das heißt, hier die amerikanische Wirtschaft hier die Stützungskäufe sozusagen nicht mehr in Anspruch nahm, beziehungsweise diese eben nicht mehr vollzogen wurden. Ganz anders Europa, ganz anders Japan. Und das sehen wir hier eben im Preisschartverlauf beim US-Dollar-Yen. Während die japanische Notenbankpolitik hier weiter auf Expansionskurse unterwegs ist, ist hier die USA eher restriktiv und genau das zeigt der Chart. Hier, wie gesagt, am Freitag im Stundenchart unterwegs der Ausbruch. Im Tageschart stellte sich das dann so dar, dass wir hier in Anführungszeichen endlich diesen Widerstand um 120,85, 120,45 eben hier durchbrochen haben. 85 deshalb, weil wir hier das Hoch gesehen haben hier vom Dezember, diese Hochpunkte. Und ja, das sah ganz gut aus. Die Kerze ist sehr, sehr dynamisch. Jetzt ist es eben wichtig, dass wir auch natürlich aufgrund der aktuellen Doji-Kerze jetzt hier nicht wieder signifikant zurückfallen. Rein technisch wäre ein Rückfall hier bis an diese Aufwärtstrendlinie noch vertretbar. Sollte aber eigentlich im Zuge dieses Ausbruchs jetzt nicht dazu kommen. Vielmehr wäre es von Vorteil für das Währungspaar, dass wir hier uns oberhalb von 120,40 eintarieren und hier nicht signifikant wieder zurückfallen. Man darf auch hier sich nochmal einer anderen Trendlinie bedienen, um sozusagen hier gewisse Fangzonen im Preisschart darzustellen. Der hier, ist auch sehr, nicht ambitioniert, aber sehr, sehr naheliegend, dass wir hier eben in diesem Bereich dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie uns, wenn wir denn zurückkommen, wieder stabilisieren, um dann hier Kurs in Richtung des Hochs vom Dezember aufzunehmen. Preise knapp 121,85 und dann hier das nächste Level 123,85 eben anzuvisieren. Da gehen wir mal ganz groß in den Wochenchart hinein. Da sehen wir hier, dass wir hier noch in den zurückliegenden Jahren hier Hochpunkte haben, die hier definitiv erstmal angelaufen werden müssen. Das wäre eben hier das Niveau Widerstandslevel um 123,85, bevor es dann, und das ist wie gesagt eine durchaus mittelfristige Annahme im Zuge dessen, dass es hier eben einen kompletten Währungsswitch gab in Sachen Fokussierung. Wir sehen hier diese große Abwertung im Zuge der Finanzmarktkrise, dann hier diesen Turnaround im Sinne des Regierungswechsels in Asien und jetzt haben wir hier
eben speziell eine Aufwärtsrallye, die hier bei 123,85 auf markante Widerstände trifft. Wenn wir darüber hinausgehen, dann haben wir sicherlich relativ bald 130, 135 oder gar 140 Yen auf der Uhr. Also der Weg nach oben ist definitiv fast schon geebnet. Ob es so geradlinig weitergeht, darf man mal abwarten, aber auch hier im Wochenchartintervall. Wir sehen immer wieder sehr schön starke Aufwärtsimpulse gepaart mit relativ ausgedehnten Seitwärtsbewegungen, allerdings auf hohem Niveau, und das unterstreicht immer hier den bullischen Grundton. Für heute im kurzfristigen Bereich ist es so, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen aktuell hier eine Range von 52 Pips zurückgelegt hat. Der Schnitt bewegt sich ja, aktuell aufgrund der mangelnden Volatilität der jüngsten Zeit im Bereich um 65, 70 Pips maximal. Also so viel dürfte da in Anführungszeichen heute nicht mehr kommen. Man muss natürlich sehen, was die Indizes hier noch treiben. Da haben wir sicherlich einiges an Signalen am Freitag gesehen, gerade aufgrund der Schwäche in den USA. Aber hier im Stundenchartintervall Ausbruchskerze vom Freitag. Hier dann eine Stabilisierung gefunden. Und das ist hier Intraday definitiv ein Bereich, den wir nicht unterschreiten sollten. Hier Zone um 120, 65 roundabout, hier insbesondere das Tief der Nachtkerze, der Kerze aus der Nacht, hier 120, 61, da sollten wir nicht runterlaufen. Das dürfte dann eben hier nochmal Rücksetzer bis zur breiteren Unterstützungszone 120, 25 einleiten. Das ist hier der nächste Supportbereich, aber wir sehen, wir haben hier auf der Südseite einiges an Unterstützung, sofern es tatsächlich Rückläufe gibt. Signifikant unter 120 sollte man eben nicht fallen, da wir gerade hier diese Momentumkerze von 14 bis 15 Uhr aufgrund der Non-Farm-Payrolls, diese ja, High-Movement-Kerze, diese starke Kerze, ist einfach Kaufdruck in den Markt gekommen. Diese sollten wir nicht relativieren. Und das wäre eben der Fall, wenn wir hier unter 120 fallen, dann wäre die Kerze, das komplette Momentum der Kerze per se, und das dürfte dann wiederum ja, gewisse Fragezeichen aufwerfen, die ich aber aktuell so nicht sehe. Vielmehr eben nach dem starken Movement. Hier am Montag ja ohnehin am FX-Markt eher ein sehr Tag. Also hier im Sinne der Bewegung aus Asien hier eine Konsolidierung denkbar, um dann hier in den späten Abendstunden oder dann am morgigen Handelstag dann hier schön diese Konsolidierungsbewegung, was in dem Fall jetzt sich hier in einer Art fallenden Dreieck darstellt, eigentlich technische, statistische Auswertung, Präferenz nach unten. Aber im Zuge des vorherrschenden Momentums, des vorherrschenden Aufwärtstrends, kann das hier auch eine Konsolidierung auf hohem Niveau sein, die dann mit Bruch dieser Abwärtstrendlinie durchaus wieder eben Potenzial zu dem letzten Verlaufshoch, Schrägstrich eben hier zu den eingangs benannten Niveaus auf den Tageschart initiiert. Eine ganz interessante Geschichte, wie gesagt, US-Dollar-Yen in jedem Fall im Auge behalten. Wir haben hier den Ausbruch am Freitag vollzogen und es scheint so, als dürfte es hier weitergehen. Wichtig eben jetzt, dass dann auch hier natürlich der Kaufdruck sich anschließt. Warten wir ab, was passiert. Wir werden es verfolgen im JFD Devisenradar und auch natürlich im Desktop. Besuchen Sie uns, schauen Sie vorbei. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Wochenauftakt und verbleibe, wenn Sie mögen, bis später zum JFD Live Trading TV in knapp einer Stunde oder aber dann spätestens morgen bis zum Devisenradar. Bis dahin, viel Erfolg und beste Grüße.